Einen wunderschönen trüben Nachmittag wünschen wir euch. Trüb, also gut, wünschen muss man sich das gar nicht, trüb ist er ja schon. Stimmt. Wir sind's, die Jungs von der Verkostungs-, von der großen Gewächsverkostungsfront, um genau zu sein. Wir haben heute, wie wir gestern versprochen haben, im Wesentlichen Rheinhessen, Riesling. Ja. Und von gestern noch ein bisschen Weißburgunder und Silvaner aus der Pfalz und von sonst woher. Franken, genauer genommen. Aus der Pfalz. Aus Franken, die Silvaner und die Weißburgunder von überall her, oder? Die haben wir, glaube ich, querbeet. Das war ziemlich anbaugebietsübergreifend gestern. Gut. Haben wir was vergessen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Die Leute sollten jetzt auch eigentlich wissen, was hier läuft. Also gut, ich glaub, wir fangen dann an, fangen wir einfach an. Also es ist die 225063. Wer sich die Nummern von gestern gemerkt hat, weiß jetzt schon, was es ist. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, leicht tabakig, vegetabil, aber durchaus kühl und geschliffen. Es wirkt so, als wäre eine winzige Spur Holz im Spiel. Ja, ja, doch. Kann er auch nicht ganz verleugnen. Und ein paar Tippfehler auch. Sowas. Ist aber ganz schön trocken. Ja, aber ich finde es in der Nase recht überzeugend. Ja, ja, ja. Es ist fest. Gewisse Musik. Kraft hat es, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Ja, da merkt man den, das Holz noch mehr am Gaumen. Auch wenn das überhaupt nicht aufdringlich ist, aber es ist da. Das stützt mir, ja, so ganz leichte Karamell. Gestern haben wir reingeschrieben, laute Zitrusfrucht, das hat sich aber sehr eingebunden. Nee, ist die nicht mehr. Da ist sogar noch ein bisschen stärker geworden, das ist gar nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Schauen wir mal rein. Mhm. Das ist voll nicht schlecht. Nö. Sehr beachtlich. Ja, das ist sehr angenehm. Es ist vor allem sehr silvaner. Ja, das sind eher 8. Da bin ich voll mit einem. Ich habe mir schon überlegt, ob es 9 sind, aber da hinten bleibt dann ein bisschen der Gerbstoff stehen. 9 sind es nicht, aber 8 kann er auf jeden Fall. Das wird doch ganz gut reifen. Okay, was hatten wir? Wo waren wir? Das? Ah, das ist der Casteller Schlossberg. Silvaner, großes Gewächs. Kannst du dich erinnern, dass wir gestern den Riesling von denen von vorgestern, den wir vorher runtergewertet haben, wieder hochgewertet haben? Und genau das gleiche passiert uns jetzt mit dem, mit dem Silvaner, den wir auch gestern runtergesetzt und jetzt setzt man wieder hoch. Castell macht sich wieder. Das ist schon unterschätzt. Sehr erfreulich. Schön, habe ich dir schon gezeigt. Casteller von großes Gewächs. Silvaner. 225093. Das ist recht hefig. Sehr hefig, ja. Sehr unruhig. Ja. Vegetabile Töne, das stimmt. Das stimmt. Ja, recht unruhig. Zitrus. Relativ süß. Relativ süß, aber durchaus geradlinig. Es schmeckt eigentümlicherweise etwas nach Räucherfisch. Ja, so ein bisschen stimmt das. Ich finde nicht nur einen Räucherfisch, ich finde auch so was Matjesartiges. Ja, richtig.
auch ein bisschen so süßlich eingelegt vielleicht. Ja. Ja, der Zucker ist schon auffällig. Ja, es hat schon ordentlich Zucker. Nur schlecht ist es trotzdem nicht. Es hat Spannung, es hat Saft. Auch gewisse Substanz. Ja, es ist ein Grenzfall zwischen 7 und 8, meiner Ansicht nach. Für 8 packt er mir nicht genug zu. Glaube ich. Ja, das Zupackende ist es für mich gar nicht, sondern eher ein bisschen die fehlende Tiefe. Mhm. Aber gut ist es. Was haben wir? Damit erklärt sich auch die Fischnote. Womit? Prinzal. Das ist der 13er Bingener Kirchberg. Das gibt es noch nicht so lange. Das stimmt, ja. Es ist halt leider auch modsmäßig schweflig, ne? Ja, immer noch. Das brennt fast hinten raus. Da weiß er halt selber, dass er mit dem Zucker... Mhm. Da geht ihm der Arsch ein bisschen auf Grundeis. Und dann schwefelt er halt ordentlich. Das nimmt ihm ein bisschen was. Vielleicht steigert er sich noch. Ist das jetzt aus der rheinhessischen Domäne? Ja. Das ist Rheinhessen, ja. Ich würde das nochmal stehen lassen. Sicherheitshalber. Ich glaube, der ist vielleicht morgen auch nochmal dran. 225201. Aber es reißt schon wirklich zum Husten, so brennt es da hinten, weil es noch so schweflig ist. Ja. Das ist schon ein bisschen unsinnig. Völlig anders, viel ruhiger. Deutlich, ja. Vegetabil, erdig. Das Gelbfruchte hier eher im, Hintergrund. Rückgrund. Diese Kohlrabi. Auch nicht völlig trocken. Na, aber das ist, hat einen gewissen Zug. Das ist sehr geradlinig. Ja. Relativ fest, finde ich es. Ja, aber für mich im Vergleich zum Vorgänger weniger Substanz und gedeckter und trocknender. Tatsächlich? Ja. Ich finde das ziemlich zugedeckt. Und ziemlich trocknend. Ein bisschen rustikaler als der Vorgänger. Trocknet schon ordentlich. Ja, es trocknet gescheit. Also das muss um die 87 kämpfen, meiner Ansicht nach. Nee, also aufgrund... Seine Nase ist leicht gedeckt. Du willst ihm 7 geben. Ich würde ihm 7 lassen. Dann habe ich einen halben Punkt gut. Wir können uns aber auch natürlich den morgen nochmal anschauen, wenn ihr das mehr behagt. Das. Aha, noch einmal der Rappenhof, diesmal das Pettental. Nein, schauen wir mal. 224536. Was bedeutet dieses Aha jetzt? Dieses? Dass das überraschend deutlich nach Karamell und Toffee riecht. Dass das Ding im Holz war. Ja, ein bisschen. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen Malo gemacht wahrscheinlich. Mhm. So wie es riecht, mit dieser leicht butterig-karamelligen Note. Wobei, wirklich? Die finde ich gar nicht so aufdringlich. Wirklich aufdringlich ist sie auch nicht, aber sie ist wahrnehmbar. Und war das Erste, was mir jetzt so in die Nase stieg. Mhm. Aber das ist natürlich auch kein Riesling. Nein. Ja. Aber das ist gut. Das schon das, ja, das passt. Ja, Sinn. Gutes Sinn. Ja. Das tut passen. Das ist das Weingut Pfäffingen mit dem Umsteiner Herrenberg. Weißburgunder großes Gewächs. Richtig. Den haben wir gestern. Nee, den haben wir. Da haben wir den Verdacht gehabt, dass es nicht ganz packt. Ne? Der packt es aber doch.
Ja. Gut, sehr gut. 224709. Ganz leicht und so ein bisschen so die holzigen Teile vom Kohlrabi. Okay, das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Was eigentlich wieder auf Silvaner hindeuten würde. Richtig. Bing. Kohlrabi ist halt doch ja. Sehr Silvaner. Na, das hat Schliff. Bisschen Holz hat es auch, ja, das stimmt. Ja, es trocknet auch etwas. Ja, nur da stört mich der Gerbstoff wenig. Das ist nur ein bisschen vordergründig trocknen. Das geht nicht so. Wie soll ich sagen, das ist nicht so streng. Steht aber auch genauso drin, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, der kann schon 88, jetzt sehe ich, da stehen eh schon 88. Ja, dann sind wir uns doch einig. Und das kann er. Das ist gut. Das macht mir sogar richtig Spaß, das ist so appetitanregend. Ah! Wo ist mein Schrauber? Das ist das Bürgerspital mit dem 13er Würzburger Stein, Silvaner, großen Gewächs. Wie gesagt, es macht viel Spaß, meiner. Ja. Das ist auch wirklich stimmig. 323172. Bin ich ja fast bei 89, so wenn ich wieder nachschmeckt. Bin ich noch nicht. Aber du hast ja einen halben Punkt gut. Ich habe mir die auch noch nicht gegeben, aber vielleicht kriegt er die in Zukunft. Aha. Mhm. Ziemlich fest, nussig, leicht speckig. Das ist richtig. Ja, stimmt. Fein. Ja, auf der einen Seite hat er schon Finessen, auf der anderen Seite ist aber auch, ist auch wieder ein bisschen breitschultrig. Ach, ist das wieder Julius-Spital? Ja. Erkennst an ihrer gewissen Dicke schon. Du kannst ihm gar nicht weniger geben als in meiner Nachsicht. Aber ich muss dir sagen, lieber trinken täte ich den Stein vom Bürgerspital mit seiner Finesse. Das ist halt wirklich, das ist ein bisschen barock. Das muss man zu saure Zipfel trinken oder sowas. Ja. Sehr fränkisch in jeder Form. Hast du es gezeigt? Achso. Sollte ich vielleicht schon noch machen, ne? Das ist Iphöfer Julius Echterberg. Silvaner, großes Gewächs. Die Iphöfer sind oft immer wenigstens die mächtigeren. Mhm. Okay. 224875. Aha, so ein bisschen gedeckt. Reduktiv, ja. Er ist wirklich nur wegen gedeckt. Mit diesen so eine neue Tastatur hast. Das ist furchtbar. Ich vertipp mich dauernd. Okay. Mhm. Kühl, herb, recht straff, aber auch wieder ein kleines bisschen gedeckt. Ja. Und etwas rau. Ah, der schafft die 88 nicht. Nein. Er kämpft um 7. Den könnte ich leben, weil er ja doch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Aber er ist schon gescheit rau hinten. Im Trocknen. Auch ziemlich zitronig. Also ich bin eher bei 6 als bei 7, aber
Wenn es die sein sollen, dann... Na, dazu ist er mir eigentlich zu kernig und doch ein bisschen zu fest. Auch nachhaltig genug ist er dazu. Six fände ich zu streng. Ja, da selbst Mineralik dann hinten raus. Nee, das passt schon. Von mir sind wir jetzt dann halt quitt. Das würde ich so sehen. Aha. Schloss Westerhaus. Zu der Etikettengestaltung hatte ich mich ja bereits geäußert. Ja, jetzt sage ich das Vordere und das ist das Hintere da. Es ist so alles ein bisschen seltsam, aber man muss schon sagen, dass das zu den besseren Weinen gehört, die ich vom Westerhaus kenne. Das also ist sie scheinen nicht. Sich zu steigern. Er hat auch Länge. Es ist schon gut, dass wir den nicht noch weiter runtergesetzt haben. Er hat das schon verdient. Finde ich. Ich meine, das muss ich jetzt ja sagen, aber... Zunächst der Gesichtswahrung. 6, 8, 5. Ja, da hat er wieder still gewartet. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja, eben, du hast nichts gesagt. Deswegen habe ich mein Glas. Blarren, ey, dein Glas, Alter, oder sonst sowas. Sonst passt du doch eh auch mit, wegen jedem Quatsch. Bitte? Wenn ich mein Glas nicht bereitstelle, dann lässt du mich wieder ins Leere greifen. Hast du ja nicht, du hast es ja gemerkt, wir reden doch hier schon wieder. Ja, aber das ist ja das, warum du jetzt so grantig bist, weil ich es gemerkt habe. Ich bin. Ich wäre grantig, ja. Genau. Sonst hättest du wieder in dein Glas gekichert? So, ganz anders. Kühl. Ja. Wieder. Auch wieder. Kohlrabig. Holzig. Kohlrabig. Ein blödes Adjektiv, oder? Ziemlich. Kohlrabig. Kohlrabige Nase. Aber wenn man nussig sagen wir ja auch und Zitrone. Ja, aber Kohlrabig ist so nach, als wäre das eine Kohlrabennase. Nuss. Durchaus fein ist das. Ja, das ist ganz eigen. Eigene Mineralik. Bisschen Holz hat es auch gesehen. Ja. Nicht aufdringlich, aber es ist da. Schon merklich. Runde Sache eigentlich. Finde ich auch. Das ist gut. Ja. Steht da. Genau. Was haben wir? Ah ja, das ist der Karl Heide. Das ist ein Stettener Mönchberg. Weißburgunder. Ich habe das gestern schon mal gesagt, das was da drauf gekritzelt ist das Fülldatum. Das ist nur für uns, damit wir das nicht in der größten Füllkrankheit probieren. Was offensichtlich nicht der Fall ist, weil der Wein ist genau, was vermieden werden konnte. 224705. Auch fein, ganz leicht Holz, nussig. Das ist kühler als der Vorgänger. Ja. Es ist sehr kühl, es hat schon nussige Holznoten, also pflanzliche Töne. Das ist sehr straff, auch was das so mineralisch ist. Ja. Ganz leicht ölig. Ach, der hat auch wirklich mehr Zug. Ja. Wirkt auch etwas kompakter. Kompakter, mineralischer, kühler, etwas eleganter. Sehr schön aber. Ich bin gestern schon sehr begeistert. Ja. Das finde ich ganz toll. Das ist Kranzenskalmit. Das ist der, von dem ich dir erzählt habe. Da habe ich in Wiesbaden. Da sind wir. Weißer Wunder. Beschwerdeschreiben bitte an die Kamera richten. Adresse folgt. Den hatte ich in Wiesbaden als einen der schlechtesten aller Weine. Da haben wir irgendwie eine ganz miese Flasche erwischt. Das ist viel, viel besser, als der sich dort präsentiert hat. Ich finde, das ist sogar einer der besten des Jahrgangs. Ja. Wenn ich das bis jetzt so sagen kann. Das finden wir wirklich ausnehmend gut. Ja, mir auch. Schön. 323043. Auch eher kühl? Ja, aber auch irgendwie so ein bisschen gedeckt jetzt. Ja, kommt an den Kranz nicht ganz ran. Mhm. Aber so wie ich das sehe, haben wir den ohnehin einen Punkt niedriger. Ja, ein bisschen vegetabil.
Da steht drin, erstaunlich kühlwirkende Frucht. Und am Anfang stimmt es schon. Aber jetzt kommt er langsam mit dem wärmenden, das steht auch da drin, mit dem wärmenden Alkohol. Das haben wir gestern offensichtlich schon gemerkt. Weniger kann man ihm nicht geben. Aber es ist nur, was für die Fans, weil mein Glas kaputt macht, für diesen barocken Stil. Genau. Ein bisschen barock ist das. Das ist das Weingut. Wörwag, der Weißburgunder Kreidenstein. Württemberg übrigens. Jo. So, nebenbei bemerkt. Das macht doch nicht jeder. 225095. Fest. Ja, schon deutlich vegetabil, aber eher angenehm. Ja. Auch das geht jetzt mehr so in die Auberginenrichtung. Ich das eigentlich bei Roten häufiger. Mhm. Ganz, ganz feines, sehr gekonnt eingesetztes Holz. Ganz minimal. Das ist richtig. So wirkt es zumindest. Sehr schön. Hefenoten. Fällt mir gut. Das hat so ein bisschen was Nobles. Ja, hat er wirklich. Sehr schön. Gradlinig, straff, fest, sehr fein. Ein Hauch Süße. Ja, wieder so ein bisschen karamelliger schmelzhartes Holz, aber das steht ihm gut. Das ist sehr gut gemacht. Ein bisschen Saft hat er. Ja. Nein, was ist das? Was ist das? Ah, das ist Prinz Hallens Binger Schallachberg, großes Gewächs. Stellscharf, also. Gefällt. Muss man sagen. Sehr gut gemacht. Doch. Biowein übrigens, Naturland. Da fällt mir wieder mal, wieder mal auf, das haben wir glaube ich gestern schon mal erwähnt, dass von vielen Leuten den großen Gewächsen immer noch, oh, entschuldige, immer noch vorgeworfen wird, die großen Gewächse seien alle so dick und so breit und so. Und das ist totaler Unsinn. Das ist alles, das hat alles keine 13 Alkohol, das liegt alles zwischen 12 und 12, 5 und knapp 13. 225155. Da gibt es eine Menge nicht große Gewächse, die unbedingt große Gewächse sein sollen und die dann völlig übertrieben, plump und überreif und schwammig und was weiß ich was sind. Aber die großen Gewächse sind es definitiv nicht. Das ist noch etwas reduktiv. Ja, das ist noch sehr hefig. Das ist kühl, das hat Schliff. Ja. So, schon einnehmen, trotz allem. Das ist trotzdem das noch so unruhig ist. Aber da merkst du schon, dass was drinsteckt. Ja. Vor allem mal ist, wenn du dir mal diese Hefe wegdenkst, sehr reintönig ist. Vollkommen richtig. Diese Straffheit und Festigkeit zeigt da auch sofort auf der Zunge. Das hat Mineralik und Griff. Ja. Sehr geschliffen. Schön. Sehr gut. Ganz leichter Gerbstoff ist da. Ja. Der so ein bisschen nachtrocknet. Das verhindert, dass er 90 kriegt. So sehe ich das auch, aber das ist ein sehr guter Wein. Ja. Sagen wir. Ah ja. Das ist der Niersteiner Hipping vom Weingut Gunderloch. Sie haben ganz leicht ihre Etiketten verändert, wie man sieht. Dieses Hipping in dieser Handschrift. Das gab es vorher, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht. Man kann es einigermaßen lesen, hoffe ich. Übrigens die einzigen in Rheinhessen mit Schraube. Kann man nur begrüßen aus meiner Sicht. Unbedingt. 225199. Auch wieder etwas hefig. Ein bisschen verschlossen und gedeckt wirkend. Ja.
Das Gebäck da ist vorhin offensichtlich, so wie ich das lese. Bisschen was Schwarzbeeriges, oder? Mhm. Durchaus. So. Mhm. Nicht ganz trocken. Eine reif wirkende, saftige Frucht. Ja. Es hat fast einen Hauch Überreife. So ein bisschen was so. Mm. Was Mürbes, Angeschlagenes in der Frucht. Findest du nicht? Ja, hast du recht. Kohlensäure noch. Ganz schön deutlich spürbar. Mhm. Für mich ein Grenzfall zwischen 8 und 9. Bin da sehr bei dir. Weil es mir ein kleines bisschen zu grob ist. Gehen wir doch noch 8, hä? Gehen wir. Säure ist auch etwas Zitrone. Ein bisschen das Süßliche und ein bisschen Rauch. Ja. Das ist schon was, was man das auf dem ersten Schluck sehr beeindruckt, weil er halt Kraft hat und Saft und einen fast überfährt. Aber dann fehlt ihm ein bisschen die Finesse, die letzte hinten raus, meiner Ansicht nach. So. Sehe ich das durchaus ebenfalls. Gut, was hatten wir? Habe ich denn das? Aha, das ist das Weingut Kruger Rumpf, kommt eigentlich von der Nahe, macht seit einiger Zeit jetzt auch großes Gewächs im Binger Schallachberg, der dann eben zu Rheinhessen gehört. Eigentlich eine legendäre Lage, darf man nicht ganz vergessen. Das ist ja auch ein guter Wein, ein bisschen. Ja, man muss es halt ein bisschen kräftiger, rustikaler mögen. Gut. 2, 2, 4, 5, 7, 4. Wobei, man kann es nicht oft genug betonen, wir jammern schon auf extrem hohem Niveau jetzt gerade. Das sind ja alles ganz hervorragende Weine. So ist das nicht. Wenn du das für dich sicher allein trinken müsstest, wärst du froh, wenn du was kriegst. Das ist doch wahr. Ja, auch das ist wieder ein bisschen dunkel in der Aromatik. Fest, herb. Bisschen Holz wieder. Ja, ganz so minimal, so ein bisschen nussiges Holz, das stimmt schon. Ja, aber wirklich gut eingebunden. Ich finde, dass das den Weinen sehr dient. Mhm. Wenn das nicht, es ist ja kein aufdringlicher Holzton. Das ist halt nur im Hintergrund so ein bisschen so ein Rückgrat, so ein holziges. Das ist richtig. Das hat Schliff, etwas Schmelz, das hat Mineralik. Ganz feine Würze, sehr schön. Das ist sehr gekonnt. Sehr schön. Ganz geschliffen, fein. Und mit dem Saft auf jeden Fall auch 89, das passt. Ja. Sehe ich auch so. Aha, das ist Gerhard Aldingers Marienglas, Weißburgunder, großes Gewächs. Ich habe es gestern schon mal vorgelesen, das ist Untertürkheimer Gips. Marienglas ist der Gewannname. Sehr gekonnt. 2, 2, 4, 9, 2, 1. Mhm. Auch wieder etwas reduziert. Sehr kühl wirkt es. Ja. Aber Schwefel. Es hat noch einen ordentlichen Schwefelton, das stimmt schon. Aber du merkst schon, wie fest und wie tief die Nase eigentlich ist. Für mich macht es auch wirklich den qualitativen Sprung. Der sich da auch notenmäßig ausdrückt. Ja. Also in der Nase sind es leicht 90. Das ist sehr, sehr fest. Ja. Sehr mineralisch. Mordsäure, aber das ist schon eingebettet in viel Substanz. Ja. Das kann schon einiges. Das ist richtig. Bin ich bald bei 91, um ehrlich zu sein. Also das ist schon sehr beeindruckend. Du bist nicht jung. Ja, ich gebe ihm gerade ein bisschen mehr Zeit. Also das sollte man vor 3 oder 4 Jahren gar nicht anfangen. Doch, da gehe ich mit auf die 91. Das ist ein sehr, sehr feiner Wein. Ja. Das hat schon mal schön und leicht dazu.
Tja, das war ein gut Wittmann mit der Aulerde. Leicht stimmt, es hat wieder gerade seine 12,5 Alkohol. Ja. Schön. Hat unheimlichen Biss, ist schlank, ist elegant. Und nachhaltig, das macht wirklich Spaß. Richtig guter Schiff. 322968. Ja, ganz leicht reduktiv doch. Ja, so eigentümliche vegetabilen Noten. Stimmt, sehr, sehr eigen. In Richtung Salzgurken. Das ist gar nicht schlecht. Das ist echt gar nicht schlecht. Ist das Silvaner? Ja. Schon, ne? Ist das aus für dich? Ja. Ja, die haben immer diesen ganz eigenen Bodenton. Das ist schon sehr speziell. Auch wieder etwas Karamell. Ja, aber das ist auch ein Konzentrat da am Gaumen. Ja. Und trotzdem hat es Finessen. Mhm. Völlig ganz eigener Wein. Ja. Mit seinen sehr speziellen, vegetabilen und enorm bodenbetonten Noten. So für Fruchttrinker ist das gar nichts. Mhm. Aber als Essensbegleiter wahrscheinlich extrem vielseitig. Ja. Und es ist fest und lang. Schön. Ja. Das ist schon sehr schön. Aber es sind 90, es sind keine 91. Ja, weil er so ein bisschen nachtrocknet. Mhm. Das ist halt nicht ganz der ganz große Jahrgang dafür, aber es ist ein sehr, sehr schöner Wein. Prima. Also, dann zeigen wir ihn auch. Das ist Fürst Löwensteins Silvaner Asphodel aus dem Homburger Kalmud. Und das ist tatsächlich so, diese Kalmud-Weine, die waren schon immer so seltsam und eigenwillig in der Bodenbetonung und in dem sehr vegetabilen Charakter. Aber Länge hat auch. Also ich finde das ganz, ganz exzellent. So, 225157. Oh, sehr reduziert. Ja, aber sehr kühl, fest, geschliffen. Ziemlich tief. Ja, noch reduziert. Ist gut. Mit feinen Kräutertönen. Ja. An der Spurhefe, aber es ist nicht. Nicht ganz so, ja, nicht, es ist noch nicht so ganz büchsergrenzwertig, wie wir das manchmal auch haben. Nur noch ein bisschen. Mhm. Sehr ruhig und in sich geschlossen. Ja, und hat dabei einen Matzschliff. Ja. Das ist Gunderloch. Ja. Das ist ziemlich typisch für dieses Weingut. Sehr fokussiert, sehr klar, sehr elegant, feinsaftig wirklich geschliffen. Elegant, ja. Und dann zieht es aber doch noch ordentlich nach. Mhm. Es hat auch so einen Hauch Butter, ne? Es hat ja, ja. Ein bisschen Malo gemacht oder komplett Malo, auch wenn die Säure trotzdem das sehr steht, aber das ist dieses Jahr halt so. Und es bleibt unglaublich fokussiert dabei. Schön. Ganz toll. Ja. Auch die neue Flaschenausstattung gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das haben wir gerade schon mal gezeigt. Genau. Dieses Mal ist es der Pettental, Niersteiner Pettental. Ganz große Lage. Ja, das macht Freude. 224558. Wonach stinkt das denn? Mein Gott. Das ist schon noch gescheit zu. Ja, du, das ist aber so ein bisschen schwarze Johannisbeer, das riecht manchmal das ein bisschen ist so. Wirklich das stinkt Linie manchmal so. Schwarze, ja, stimmt. Sehr viel Cassis. Gott. Und so Brennnessel. Fast Brennnesseljauche, bin ich versucht zu sagen. Also das klingt jetzt alles viel schlimmer, wie das ja, ist. Ja, es ja, macht ja schon Spaß. Es ist ja, die Nase springt einen schon
einladend an, finde ich. Ja, vor allen Dingen dahinter, das ist sehr tief und kühl und fest. Das hat eine enorme Mineralik. Mhm. Sehr dunkel wirkend. Mhm. Das ist richtig. Oh ja. Oh, auf der Zunge. Dunkle Beeren. Ja, wie der Cassis. Ziemlich viel Saft. Die Frage ist, sind es 90 oder 91? Das sind eher 90. Ich glaube es auch, es trocknet nämlich dahin leicht und ganz die Substanz vom Gunderloch hat er nicht. Kommt nicht ran. So ist es, so ist es. Ja. Was haben wir? Lecker. Aha, das ist das Weingut Winter aus Dittelsheim-Hesloch. Kennt kein Mensch, weiß ich, aber ist auch nicht besonders hübsch. Aber es gibt anständigen Wein aus dem Jahr. Das ist so langstreckig, das eine aus dem anderen. Ich versuch's ja. Leckerberg, Dittelsheimer Leckerberg, großes Gewächs. Aber der Wein ist trotzdem stark. Hält auch. Kann man immer noch. Ja. 224622. Boah, ist das eine Kräuternase? Sehr. Aber ich habe Takt und Fiss. Ja. Bisschen Öl, ne? Ja. So ein bisschen Olivenöl, sowas in die Richtung. Und Rucola und. Rucola ist drin. Ist ganz viel herbe, ja, ja. Herbe pflanzliche Aromatik. Mhm. Und hat echt Tiefe auch. Oh ja. Und Schliff und Schmelz hat eine gewisse Kraft. Das ist nicht so schlecht. Saft hat er. Schmeckt sehr nussig. Hat auch so ein bisschen was von. Schreiben wir im deutschen Rucola eigentlich mittlerweile mit 2K? Nee. Schreibt mit einem C. Ja. Ich könnte ja auch Rauke schreiben. Eben, ich wollte gerade sagen, du kannst auch Rauke schreiben. Ist doch eigentlich gescheiter. Puh, Mineralik bis Griff. Ja. Das kann was. Auch so ein bisschen, also so kräutrige Noten, Basilikum, Dill, so in die Richtung. Ich muss gestehen, dass ich da fast bei 92 bin, weil das greift dermaßen zu. Das war ein Komplex, ja. Das ist ein starker Wein. Und dieser feine Saft, ja, das ist sehr anständig. Ja, man stellt im Vergleich zum Vorgänger, im sehr guten Vorgänger, dass das einfach nochmal ganz, ganz nochmal zulegt. Das ist Battenfeld Spaniers Frauenberg. Glücklicherweise kann er es mit den Weißweinen dann wieder. Das mit den Rotweinen war ja nicht so berühmt. Ja, der Spätburgunder ist halt nicht seins, aber bei den Rieslingen, das ist, da ist er schon zum Besten, ja. Ja. Was man kriegen kann. Stark. Sehr schön. 224626. Reduktiv. Allerdings. Schweflich wollte ich sagen. In erster Linie noch vorhin. Da merkt den Schwefel noch, ja. Hm. Auch wieder sehr schwarzbärig. Oder? Das ist ganz deutlich. Das stimmt. Für meine Begriffe. Aber auch wieder kräutrig und sehr fest. Auch in der Nase schon. Mhm. Ja, schwarzbärig hat er wirklich. Bisschen süßlich ist er. Ja, ganz leicht. Ja, das ist sehr gut, aber man merkt, der andere war der größere Wein. Ist richtig. Sehe ich auch so.
das mit dem hohen Niveau, auf dem wir gerade jammern, ja, das hat trotzdem seine 91. Das ist Kühlingilots Ölberg und es ist immer wieder erstaunlich, dass es doch tatsächlich immer so ein bisschen einen öligen Charakter auch tatsächlich hat in diesen Weinen. Das ist richtig. Ja. 224620. Und man darf nicht vergessen, dass die mit ihrem kleinsten großen Gewächs viele andere große Gewächse dieses Mal leicht, dieses Jahr leicht in den Schatten stellen. Sehr fest. Das ist richtig. Kräuterig. Ich finde diese Kräuternoten fast auch wieder ein bisschen Rauke sehr deutlich. Das ist absolut wahr, ja. Auch wieder das. Und so blöd es klingt, bilde mir dann schon wieder ein, zu dieser Rauke ein bisschen den Parmesan dazu zu riechen, den man da manchmal drauf reibt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde es ziemlich fest, ziemlich tief und ziemlich überzeugend. Überhaupt keine Frage. Das hat Saft, das ist sehr fest, auch im Mund. Oh, das ist viel Saft. Zieht auch ordentlich, der Knabe. Und du hast wieder diesen Umami-artigen Parmesanton am Gaumen. Bist du unscharf? Oh, das geht. Ich könnte ein bisschen mehr in Szene setzen, vielleicht wärst du dann. Wenn man mich mehr in Szene setzt, werde ich schärfer oder was? Ja. Könnte ja sein. Ich meine jetzt nur im Bild. Ich hab das schon verstanden. Ja, das klang nur so zweideutig. Also, das hat jedenfalls Saft und das hat Länge. Ist das der Kirschbier? Nein. Absurd. Absurd! Und das ist ein geiler Wein. Ja, der macht wirklich ganz viel Spaß. Sind auf jeden Fall auf 92. Würze. Ich würde mir gerne morgen mal anschauen. Ich frage mich nämlich, ob er nicht schon 3 kann. Weil der ist so ein Saft und so eine Würze und so eine Finesse. Ich würde morgen die 3 unter Beweis stellen. Kann ich schon mit. Würde ich fast tun. Das möchte ich schon gern öfter im Glas haben. Oh! Ja. Das ist Battenfeld Spanier am schwarzen Herrgott. Wahrscheinlich hat er genau die gleichen Boden wie Kirschbier. Die Länge hat er auch. Das ist schon. Ja. Das ist schon Sache. 224556. Sehr gut. Ja. Dunkel. Auch wieder leicht kräutrig. Ja, so wirklich. Ja, sehr herbe, ganz feste kräuterige Aromen. Gedickt. Ja, stimmt schon. Aber diesen leicht scharfen grünen Oliventon hat er auch noch. Das ist richtig, ja. Der da drin steht. Ja. Mineralik Tabak. Mhm. Ja. Viel Zitrus und wieder sehr viel Das Spaß ist stilistisch drin. Ganz anders. Dunkel, sehr fest, mit ungeheurem Biss, Mordsäure. Sehr, sehr geradlinig. Ja, Mordsäure, wirklich. So, und wieder Rucola, oder? Und diesmal allerdings ohne Parmesan. Es ist und dunkle Beeren und sehr spannend. Griffig. Ja. Ich glaube, der braucht auch noch einen Tag. Aber gar nicht mehr die Oliven, eher ganz schwarz. Sicher. Es ist ein Matzwein. Ja. Was für ein Griff. Sehr, sehr gut. Gibst du mir? Was haben wir denn? Ah, das ist wieder das Weingut. Winter. Diesmal sind wir Dittelsheimer Geiersberg. Es gibt irgendwie andere Geiersberge auch noch. Mhm. Das ist der Dittelsheimer.
Oder der Dittelsheimer Teil. So gut kenne ich mich da gar nicht aus, dass ich das jetzt wüsste. Ob sich da Einberg auf mehrere Gemeinden aufteilt. Aber das ist ein geiles Zeug. Ja. Der zieht nach. Der hat auch Anwartschaften auf 93 Mark. Der zieht wirklich enorm. Ja. 224923. Ach du lieber Gott, ganz zu. Vollkommen anders. Kühl, dunkel, verschlossen. Total, ja. Tabakkäfig. Sehr viel Tabak, ja, ist richtig. Mhm. Auch Süße. Aber Mordsaft und Biss. Für mich steht er gut da. Ja, völlig einverstanden. Ich meine, er zeigt, weil das so ein wirklich, das ist ja ein Riesenwein. Aber du merkst, dass der Winter noch einen Tick besser ist. Ich glaube, der kriegt morgen seine 3. Und das ist schön saftig und es ist, das gefällt einem. Macht sehr viel Spaß. Und das ist ein bisschen süßlich, aber es ist sehr, sehr gut. So ein bisschen kalkig. So ein bisschen was Kreidiges. Ja. Wirklich war so ein kalkigen Eindruck. Gut, was haben wir das? Ja. Ich hab's fast geahnt. Das ist das Kirchspiel von Wittmann 2013. Es gibt ja immer so einen jährlichen Wettbewerb, wer das beste Kirchspiel macht. Meistens ist es Wittmann, dieses Jahr ist es eindeutig Wittmann. 225159. Oh. Puh. Obwohl sehr reduktiv, ungeheuer fein. Puh. Fest und tief. Das ist tief und fest und mineralisch und dunkel und straff und einnehmend. Himmel hilf. Ist das Rotenberg? Ja. Das erkennst du jedes Mal. Pah. Leck mich am Ärmel. Toll. Da magst du zum Riechen gar nicht aufhören. Obwohl das noch so jung ist und so ein bisschen schärf und das ist schon eine Tiefe und eine Aristokratie. Oder? Ja. Das hat Noblesse. Sehr gut. Irrsinnig jung, aber auch sehr in sich geschlossen. Das hat. Das hat die 3 und das gibt es morgen nochmal. Ja, das gibt es auf jeden Fall morgen nochmal. Puh. Also, das kann man wohl so sagen. Das ist mit einer der großen Weine des Jahrgangs. Aber ja. Gunterlochs Rotenberg. Niersteiner Rotenberg. Nicht Niersteiner, Nackenheimer, Entschuldigung. Niersteiner. Das schwätze ich für einen Kram. Nackenheimer Rotenberg. Heißt nicht umsonst so. Dieses Roterdige und so schmeckt er ja auch. 224618. Das ist ein bisschen pfeifentabakig. Lang ist er auch. Das riecht ein kleines bisschen grobe. Es hat sehr viel Mineralik schon in der Nase und ist auch noch ein ganz kleines bisschen reduktiv verschlossen. Ja, bisschen gedeckt. Ja, aber tiefe Festigkeit und gewisse Kraft kommen dahinter schon zum Vorschein. Hm. Wir sind ja auf Top-Niveau. Mhm. Ja, nur da merkst du jetzt schon, dass das ein Klassenunterschied ist. Das ist saftig, das macht unheimlich Spaß, aber wir sind keine 3, sind eher 1. Zwischen 1 und 2, das soll er morgen bezahlen, das soll er morgen beweisen.
Ja, schicken wir ihn morgen mit zwei in seinen. Es kann ja auch sein, dass der Gunterloch eher noch ein mehr verdient. Aber ah, das ist Battenfeld Spaniers Kirchenstück. Aber er hat die Länge nicht ganz. Es ist schon ein verdammt guter Wein, aber er hat leider einen monströsen Gegner gerade. Mhm, ja. 224, 925. Was im Übrigen nicht bedeutet, dass wir ihn deshalb abwerten, weil er jetzt einen zu schwierigen Gegner hat, sondern das fällt halt, deswegen machen wir es so, dann durchaus auf, passt jemand in diese Punkte-Range rein oder fällt er leicht nach unten oder nach oben raus. Nicht, dass ihr, dass man dann glaubt, wenn man einen guten Wein daneben hat, dass man dann einfach deswegen die anderen abwertet. Nee, nee. Das, deswegen machen wir das ja auch öfter und probieren es öfters nach. Das passiert eigentlich nicht. Habe ich die Nummer? Die stimmt die? Die hat 925 am Ende? Ja. Okay. Aber deswegen probieren wir es halt so, weil genau dadurch fallen halt gewisse, auch wenn, wenn sie auf hohem Niveau stattfinden, Schwächen einfach auf und anders bleibt es uns halt einfach gar nicht übrig. Hefig, auch wieder sehr fest. Das Tabak. Ja, nussig. Ich habe Pinienkerne und es ist ja gar nicht so, gar nicht sehr so weit gut weg, ne? Ja. Sehr auf der saftigen Seite. Wieder so Nüsse. Diesmal auch Mandeln. Ja. Zug. Ja. Noch ein bisschen eckig. Trotz seines unglaublichen Saft. Das ist sehr gekonnt, sehr, sehr geschliffen und fest. Das ist Brunnenhäuschen? Das ist Brunnenhäuschen. Ja, das ist immer so saftig. Die 93 hat es verdient, aber wir lassen es trotzdem bis morgen stehen und mal schauen, wie es weitergeht. Ah, ich zeig's vorher. Ja, klar. Wittmann, Westhofener, Brunnenhäuschen. 224927. Ganz anders. Ja. Ganz, es ist geschlossen, verschlossener, noch ein bisschen nussiger, die Frucht zurückhaltender, sehr kompakt in der Nase. Das stimmt. Sehr kompakt. Das ist auch noch etwas reduktiv. Fest, kühl, ja. Saftig. Stimmt alles. Kühl, geschliffen. Das ist deutlich mehr Säure als der, Vorgänger jetzt. Ja, ja. Fügt viel kühl. Ist das Maustein? Ja. Das ist einfach kälter. Für mich ist das Brunnenhäuschen auch der größere Wein. Interessant, das war es nämlich in Wiesbaden auch und heute bei der ersten Probe habe ich mir gedacht, der hält mit, aber jetzt in der Nachprobe hält er nicht ganz mit. Wir schauen uns das morgen schon nochmal an. Aber ja, natürlich. Aber der ist ganz, ganz kalt. Ja. Etwas eckiger, bisschen saurer in Anführungszeichen. Das möchte ich nochmal sehen morgen. Wenn jetzt sogar noch übermorgen. Das wird so ehrengrad und so verschlossen. Wittmann Moorstein. Das spricht für ihn, dass man eigentlich blind erkennt. Zwei, zwei, vier, sechs, zwei, acht. Puh, hefig. Und ein bisschen unruhig. Hefig, ja, ja. Boah.
Das überwältigt einen schon. Ja. Das hat wieder schwarzbärige Noten, eine Mineralik ohne Ende, eine Matztiefe, auch wenn es noch unruhig und ein bisschen schwebrig ist. Ja. Und das ist schon nicht schlecht. Kräutrig, da backe ich auch. Und ein bisschen dunkel und so leicht ölig, sehr reif. Reifer Pfirsich vor allen Dingen, ja. Pettental. Sehr saftig. Ja. Auch das. Boah. Sehr mundwässernd. Kommt Wasser tief. Auch hat, sind so ganz leicht getreidige Töne. Gerade im Abgang. Spannend, wo das sich hin entwickelt. Lassen wir, müssen wir ein bisschen warm stehen lassen. Klar. Das halt ich würde mir ein bisschen feiner wünschen. Ich meine, wie gesagt, wir jammern schon wieder. Naja, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Kühling, Gillot, Pettental. 224630. Aber da schauen wir wirklich was draus. Bitte morgen. Donnerwetter. Das hat auch kein Ahnung. Das greift sofort zu. Dabei aber unglaublich fein. Ist das tief und mineralisch? Sehr, sehr und dicht. Ja. Na gut, da kann man nicht raten, was das ist völlig klar. Aber das ist irrsinnig. Das ist tief, vielschichtig, ungeheuer fest. Ja. Das ist einer der zwei oder drei Christenweine des Jahres. Das riecht schon, das ist ein irres Ding. Völlig unprätentiös. Unglaublich fest, wirklich. Mit Schliff und enormer Mineralik. Das hat nicht viel Alkohol, ne? Es ist so ja. Mächtig im Grunde, ne? Weil er so dicht und so komplex ist, so fest, so eher in seiner Struktur. Hauch süß hat er auch. Ja, aber das ist großer Stoff. Das ist gar keine Frage. Ganz zweifellos. Auch das gibt es morgen nochmal. Ja. Gut. Damit sind wir heute durch. Zeigen sollte ich es vielleicht nochmal. Noch, ne? Was das war klar. Das ist nochmal Rothenberg. Das sind uralte Stücke. Kühling Gillot. Wie so oft. Großartig. Einer der ganz großen Weine des Jahrgangs. Viel komplexer, tiefer. Kann man Riesling fast nicht machen. Wir werden uns das auch morgen mal anschauen. Ja. Ihr dann möglicherweise auch. bis dahin verabschieden wir uns. Nein, nicht bis dahin, das stimmt gar nicht, weil wir kommen gleich nochmal mit den roten Spätburgundern von der A. Überwiegend große Gewächse, aber nicht nur. Gut, danke soweit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin.